Und willkommen zurück zur SV Sandhausen Karriere. Und es geht rein in die DFB-Pokalsaison 2016-2017 für uns bei den SV Sandhausen mit einem Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Also den Bundesligisten. Eine ganz schwere Partie erwartet uns heute. Wir werden zu Hause in Weiß auflaufen. Hoffenheim wird in Alternative Rot auflaufen und wir werden heute das Team umstellen und zwar deutlich. Und wir werden die Partie umstellen, die Formation. Und zwar auf ein 5-3-2. Und wir werden das Matchup heute umstellen. Linkmann bleibt hinten rechts, dann Gordon mit Kister. Pakarada wird weiterhin links hinten verteidigen. Vollmann, Özcan, Kulubic. Ne, Özcan wird heute mal nur auf die Bank gehen. Und dafür werden wir einen neuen Verteidiger mit reinholen. Und das wird Karl wird heute spielen für Vollmann im Zentrum. Dann wird Klingmann rausgehen gegen Pledel heute mal zum Einsatz kommen, ein bisschen rotieren. Genauso wie Vargas, Kosecki. Özcan muss raus, dafür Knipping spielen. Und damit würde ich sagen, gehen wir mit dieser Aufstellung so rein in die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Parallel heute Braunschweig gegen Hannover, Dortmund gegen Augsburg und Freiburg gegen Fürth. Und damit gehen wir rein zu Hause gegen Hoffenheim. Und damit würde ich sagen, sind wir heiß genug auf dieses Spiel gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Es wäre ein Riesending, wenn man hier heute in diesem DFB-Pokal Spiel gegen Hoffenheim tatsächlich gewinnt. Damit schauen wir rein in der DFB-Pokal hier gegen Hoffenheim. Und damit hier heißt, es ist ausverkauft, gut gefüllt hier heute. Und wir schauen gleich noch kurz auf die Aufstellung der Hoffenheim, des ganz kleinen Favoriten heute, die hier zu Gast sind. Das Wolf im Fokus, denn er soll im Sommer vielleicht tatsächlich für uns spielen und dann im Sommer mal schauen, dass wir ihn so mal danach alleine verpflichten können. Wir haben den 5-3-2 so extrem defensiv aufgestellt gegen Hoffenheim. Und mal schauen, ob das heute die richtige Marschführung ist. Nachdem wir im Bielefeld zuletzt einen Punkt geholt haben, müssen wir, das heißt müssen wir gar nicht, aber hoffen wir, dass wir heute einen guten Kampf begegnen können. Hübner sehe ich, Vogt sehe ich da schon, Süle sehe ich da schon, also
Friedrich aus in Top-Besetzung. Jawohl, Baumann im Tor. Da kann Lara behüten auf Hochzüge. Toljan, Bodanski, Rudi, Schwegler und Kramaric und Wagner in einem 5-3-2. Genauso wie wir. Also geht es los. Auch jetzt, der Uhrenhausen stößt an in Weiß. Und es geht los. Kulowitz, Linsmeier, Wolf, Lil, Wolf, nee, Rudi für Hoffenheim, auf Katala Rabeck, wieder zurück zu Polanski, Polanski, Bahübner, Polanski, Karl, Kulowitz, Lil, starker Chipball, Versuche auf Kulowitz, der kann sich gegen Süde nicht durchsetzen. Und dann gibt es einen Freistoß für die Hoffenheimer. Süde, Vogt, Schwegler, gut dazwischen, Brill, Lenzmeier, legt nochmal ab. Kulo mit der Kiste. Wuten gegen Schwegler. Der den Ball gewinnt. Wuten holt den Ball zurück. Kulowitz. Linsmeier. Gahl. Hannes Wolf. Schöner Ball für Kulowitz. Der wird weggegrätscht von Niklas Süle, der das richtig gut macht. In der Fünferkette. Rudi. Toljan für die TSG. Langer Ball direkt durchgesteckt, aber Pledel ist da. Knipping, Pagarade, Kulowitz, Pledel, Wuten, kein Foul, doch, wir bekommen das Foul für uns gepfiffen nach einer guten Viertelstunde. Eckball, kurzer Ball jetzt von Gordon auf Kulowitz, der auf Linsmeier, der für Wolf, Wuten, will ihn in die Mitte durchstecken, Baumann klärt. Der lange Ball dazwischen. Nach 17 Minuten, Einwurf für uns, Einwurf kommt. Zentrum Kulowitz, Karl mit dem Fehler. Da ist nämlich André Wagner auf André Kramaric. Kramaric! 1-0 TSG Hoffenheim, 18. Minute. Und warum? Weil wir im Mittelfeld einen einfachen Fehler begehen, der so nie passieren darf. Kramaric mit dem ersten Pokaltor für ihn. Wuten. Lädel. Kulowitz. Wuten, Kulowitz, Pledel, Wuten will ihn durchstecken, aber wieder Vogt dazwischen. Karl gegen zwei, guter Ball da nach außen, Kulowitz, Pledel, Toljan klärt ins Einwurf. Pledel beim Einwurf. Linsmeier, guter Ball, Andrew Wuten, Linsmeier, Pledels Flanke abgefälscht von Toljan und Baumann hält den Ball im Spiel. Gut dazwischen, Kramaric, Rudi. Lara Beck legt ab, Rudi gut dazwischen, Kulowitz, Wolf, der Ball in den Lauf, aber Vogt ist dazwischen, Polanski gut dazwischen, Karl, Wolf.
guten. Nee, Schwegler dazwischen. Langer Ball. Hübner, Wagner, was gibt's abseits? Gordon. Auf Lidl. Kulowitz ist dazwischen, aber wir kriegen den Freistoß. Nochmal der Freistoß. Lenzmeier. Pledel. Was macht Pledel da? Klärt zum Einwurf für Hoffenheim. Toljan. Wuten. Legt nochmal ab. Und Hübner klärt den Seiten aus. Einwurf für Sandhausen. Und jetzt kriegt Toljan noch die gelbe Karte. Einwurf. Auch nicht abgelegt von Süle. Der Ball auf Lenzmeier, der wiederum auf Markus. Karl. Kulowitz. Andrew Wuten nach außen. Pledel. Pledel. Weiß aber nicht ganz wohin. Legt nochmal ab. Markus Karl ist in der Box. Die Flanke abgeblockt. Pledel nochmal reingebuttert, der Kopfball von Andrew Wuten, aber zu schwach. Baumann kann den Ball einfach abfangen. Winzmeier gewinnt den Kopfball. Wuten. Rudi ist dazwischen. Dalla Rabeck. Wolf. Wolf. Winzmeier. Wuten. Wuten. Das Ball in die Mitte gechippt. Der Kopfball. Nein, kein Dalla Rabeck. Paccarada. Nochmal rein damit. Hübner und Vogt klärt. Und jetzt kriegen den Kopfball. Wolf. Und dann kriegen wir den Freistoß gepfiffen. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Und jetzt gibt es den Freistoß. Durch Paccarada aus 23 Metern oder wird Andrew Wuten mal ran dürfen. Mit Andrew Wuten der Freistoß wird kommen. Andrew Wuten, der Freistoß ist nicht schlecht, geht aber in die Mauer. Eckball. Paccarada. Lenzmeier. Flanke. Der auf den Kurzpfosten. Baumann ist zur Stelle. Und Heidenheim klärt. Und dann ist hier erstmal Pause. In Sandhausen. Es steht 1:0 für die TSG durch den Treffer von Kramaric, den wir aus eigener Fehler quasi hier in diesem Spiel einleiten. Aber diese Fünferkette geht eigentlich gut nach vorne. Es ging etwas drückbar, ist jetzt in dieser Phase. Halbzeitstände noch zwischen Braunschweig, die führt gegen Derby gegen Hannover, Augsburg 1-1 in Dortmund, auch überraschend, und Freiburg 2-0 gegen Fürth. Dann später noch Hamburg in Mainz zu Gast, Ingolstadt gegen Stuttgart, Wolfsburg muss nach Aue und die Löwen empfangen den Club aus Nürnberg. Und wir müssen hier gegen die TSG noch mindestens ein Tor schießen, und das werden wir tun, hoffentlich. Damit gehen wir dann in den zweiten Durchgang. TSG stößt dann über Wagner und Kramaric. Über Kadamal Rabeck. Der auf Kolanski, der Chipball in die Mitte, aber keine Gefahr. Kister da ist Wuten. Kulowitz. Mit Wolf, der braucht zu lange.
Ansonsten die Idee gut, aber er braucht einfach zu lange. Doppelpass dazwischen. Tor nochmal. Linksmeier. Andrew wird von Süle gelegt. Muss den Freistoß geben und könnte auch eigentlich die gelbe Karte geben. Für Süle. Er bekommt sie aber nicht. In dieser Partie. Freistoß jetzt durch Kiste. Kulowitz. Es ist gut gespielt und Karalarabek klärt für Hoffenheim. Diese Fünferkette ist wirklich stark. Karl, Takpakarada, Kulowitz, Wuten nicht gegen Süle. Baumann schlägt den Ball lang weg. Kopfballduell. Wagner, Kister, Kulowitz. Wolf dazwischen, aber Fehlpass. Und das ist Wagner. Gut dazwischen. So, Gordon. Spielaufbau mit Kulowitz. Der schlechte Ball, weil Kurt Polanski dazwischen ist. Jolian Kramaric. Kramaric 2-0. Für Hoffenheim durch André Kramaric. Der einfach abzieht aus 18 Metern. Und da die Lücke bekommt. Und damit steht es 2-0. Sein zweites Pokaltor. Hier in Hoffenheim. Wuten. Wolf. Hansmeier. Kulowitz. Durchgesteckt. Der Schuss abgeblockt vom alten Mann am Ende. Stunde rum. Wir müssen weiter dranbleiben. Hier kann noch was gehen. Diese Partie ist noch nicht aus. Kulowitz mit dem einfachen Ballverlust. Durch den Flügel natürlich nicht passiert. Der nächste Ball, der nicht ganz ankommt. Schwegler nach außen. Larabek, Polanski. Knaller. Auf Kulowitz. Kulowitz. Wir sind dazwischen und könnte erstmal spielen. Versuchen es spielerisch zu lösen. Über Hannes Wolf. Linzmeier, aber der braucht jetzt Unterstützung. Findet diese allerdings zunächst mal nicht. Setzt sich erstmal durch. Linzmeier macht das stark. Die Flanke kommt. Aber keiner da. Hier auf Offen. Sieb stellen, gut dazwischen, um hier überhaupt noch was zu geben. Kein Foul gepfiffen, Rudi. Kramaric. Wagner. Adrarabek. Pakarada dazwischen. Und dann der Ball für Linzmeier. Der dann wiederum für Karl. Der kann den Körper reinstellen, findet Kulowitz. Der findet Wuten. Findet Kulowitz, der will ihn noch mal ablegen. Der Ball kommt zu Knipping. Der will ihn anspielen. Larabek ist aber dazwischen. Kann kontern. Wagner, Kwolanski gut dazwischen. Linzmeier, Ablage ist nicht gut. Vogt ist dazwischen. Viertelstunde ist hier gleich noch zu spielen. Und da ist wieder Kramaric, der Mann, der heute den Unterschied ausmacht. Kister, die Flanke geklärt. Der Volley von Schwegler, der knapp am Kasten vorbeigeht. Wir müssen wechseln. Denn wir haben ja unter anderem der Liga. Lukas Schick kommt für Linzmeier. Höhler kommt für Wolf. In die Partie. Mal schauen, ob hier noch was geht. In dieser Partie gegen die TSG. Zwei Tore sind natürlich schwer. Der Lagerberg hat sich da verletzt bei der TSG. Pakarada. Ins Zentrum. Karl. Wuten. Höhler. Lukaschik. Guter Ball auf Pakarada. Der gegen Katalarabek zum Einwurf. Pakarada beim Einwurf mit
Das ist dann zu lange für Jan Höder, braucht da zu lange einfach. Das ist einfach zu spüren. Sandhausens Bewegungen sind noch nicht schnell genug. Plele macht das verstärkter. Dann ist das Kulowitz. Dann ist das Karl mit der Hacke. Kister. Akarata. Höhler. Ablage. Karl wird nicht. Bloß gibt sich, denn er wird noch geblockt. Toljan. Kramaric. Kardela Rabeck. Wilhena. Einwurf Paccarada. Linzmeier. Paccaradas Chipball. Karl. Oh, warum läuft Lukas Höhler nicht weiter? Er läuft nicht weiter. Vogt, Wut schiebt nochmal drauf. Süle kloppt den Ball einfach nur lang raus. Und Kramaric hat dann die Qualität, den Ball festzumachen. Lukaschek gut dazwischen. Höhler, Höhler. Wohin da? Außen ist Paccarada. Die Flanke, nein. Kaderabek klärt zum Eckball. Wir müssen jetzt schon fast alles nach vorne werfen. Knaller wird den Eckball bringen. Wir haben keine Zeit mehr. Knallers Eckball. Der ist nicht so schlecht. Baumann, der Schuss geblockt. Nochmal der Schuss von Kulowitz, dem Kapitän, der den Ball leider dann aber neben den Kasten setzt. Baumann ist nicht mehr dran, gibt Abstoß. Wir sind in der 90. Minute. Kopfballduell gewonnen. Adana Rabeck, nochmal Höhler. Wichtig. Nochmal der Ball direkt gespielt. Lukas schickt da außen. Ist nochmal Paccarada. Er hat nochmal Platz. Paccaradas Flanke. Der Kopfball von Andrew Wooten. 2-1 in der 90. Minute. Es ist gut gespielt. Mit seinem ersten Pokal so in der 90. Aber das wird wohl reine Ergebnis Kosmetik sein in dieser Partie. Kandler für die TSG. Nochmal auf Kramaric, dann ist hier Schluss. So sieht's aus. Die TSG gewinnt in der zweiten Runde hier in Sandhausen mit 2:1. Und damit scheiden wir also auch aus dem DFB-Pokal aus. Es ist bitter für uns. Und wir werden schauen, wie wir damit dann jetzt auf die Liga reagieren können. Wir können uns auf die Liga konzentrieren, spielen Freitag schon gegen Braunschweig zu Hause und müssen da was holen, denn wir sind aber sicher, stecken wir tatsächlich im Abstiegskampf. In dieser Phase der Partie. Und damit würde ich sagen, gehen wir noch bis zum nächsten. Nur einen Tag voran an der Stelle. Gibt man Turnierpreisgeld. Und dann würde ich nämlich sagen, wenn ich jetzt an der Stelle den Part sage, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part zum 11. Spieltag der zweiten Liga gegen die Eintracht aus Braunschweig. Bleibt gesund, haut rein und ciao!